Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde der WCS Winter Replay Series. Wir haben einen All-Time-Klassiker der Amerika-Region, nämlich ein ZVP, Entschuldigung, ich bin schon ganz durcheinander, die ganzen ZVTs in der letzten Zeit. Nein, es ist Zerg gegen Protoss und wir haben mal die Zerg-Spielerin hier in Rot, es ist Scarlet. Und ihr Kontrahent, das ist der Protoss in Blau, es ist Neep. Beides bekannte Namen in der amerikanischen Szene, so die beiden stärksten Spieler ihrer Region. Gibt da nicht so viele, die da noch groß mithalten können mit den beiden. Wir haben da noch Special, wobei der aber nicht in die Nordamerika-Region gerade reinfällt. Der ist ja eigentlich Südamerika. Ich weiß gar nicht. Special war, glaube ich, auch in der zweiten Gruppenphase nicht so stark unterwegs, beziehungsweise wurde da von Cem geschlagen. Daher, wir sind in der dritten Gruppenphase, da ist Special nicht dabei. Damit ist ein starker Kontrahent schon mal raus. Und somit ist das hier so quasi das Spitzenmatch. Die beiden haben auch schon eine gewisse Historie und beide wahnsinnig grundsolide Spieler, auch Vasibel können auch verschiedenes Zeug spielen. Wir sehen hier momentan erstmal ganz normale Openings, Hedge, Gas, Pool und Hedge mit Speed Upgrade gegen eine Gateway Expansion into Stargate. Also da bleibt erstmal alles ganz normal, wie man es für dieses Matchup eben kennt. Und wir haben hier den Adapten, der geht mal ran in die dritte mit seinem Kollegen, aber wird surrounded und ja, schönes Focusfire, bisschen schöner Surround. Und die Adepts leiden, kriegen nicht so viel gerissen, zwei Drone Kills für zwei Adepts, das lohnt sich kaum hier für Neep. Er hat glaube ich noch ein oder zwei Dinge getötet, ja, vier sogar, aber das macht das auch nicht viel besser. Die Dinge sind nicht so mega wertvoll. Und somit schon mal keine schlechte Anfangsphase für Scarlet, die versucht sofort den Konter anzusetzen. Der Adept, er kriegt da Probleme, wie man sieht, und muss jetzt hier auch noch zurückscheiden. Er wird das nicht schaffen, der wird gesniped, bevor er hier den Shade durchkriegt, und damit haben die Linke hier einfach noch freie Bahn, mehr Schaden zu machen. Also Scarlet ein bisschen mit der sehr schönen Aktion. Natürlich, es kommen mehr Adepts mit dazu, die Linke kriegen da mehr und mehr Probleme. Ein bisschen Schaden am Gateway gemacht und den Protoss unter Druck gesetzt, einen weiteren Adept gesniped. Hat sich bereits gelohnt, auch der Phoenix war eben abgelenkt, wie man sieht, hat den Overlord nicht gesniped. Der war Neep einfach zu sehr auf seine Verteidigung konzentriert. Und das hat Scarlet hier ein bisschen was weitergebracht. Der Overlord lebt ein bisschen länger. Scarlet droned, kann Spore-Caller bauen. Wir sehen, danach gibt's, ist schon da, ein Oracle. Und es wird dann geswitcht auf ein Twilight Council. Also da werden wir vermutlich einen Archon-Drop dahinter sehen. Wie gesagt, Neep ist auch jemand, der grundsolide spielen kann, Richtung Makro geht. Und wir sehen auch, dass Oracle bisher noch nicht wirklich direkt offensiv eingesetzt, sondern es chillt einfach, wird denke ich auch eher zum Scouten verwendet in dieser Phase. Weil die Scarlet Defense mit 4 Queens und insgesamt 3 Spore-Callern ist schon ziemlich ordentlich. Wir sehen auch ein Evolution Chamber kommt dazu und es wird einfach kontrolliert, wann will der Protoss hier eine eigene dritte setzen, aber tatsächlich Neep ohne Rubo, sondern es geht hier direkt auf Resonating Glaives. Das Adept Attack Speed Upgrade, wenn das nicht bekommt, der Phoenix doch endlich diesen Overlord, hat aber lang danach gesucht. So, er hat zwei Drones erwischt und Scarlet geht auf plus 1 Attack und einen leer. Aber eben da kommt bei Neep eine Masse an Adepts raus. Mit ordentlich Feuerpower, vor allem gegen Linge. Mal sehen, was Scarlets Antwort darauf sind. Noch hat sie natürlich keine Ahnung. Sie verteilt ein paar Linge um die Basis vom Protoss rum, wird auch nochmal scouten nach der dritten. Und da wird das schon irgendwann auffallen, wenn es hier Stasis Ward. Die Queen ist jetzt hier eine Weile inaktiv, regeneriert aber trotzdem, Energie regeneriert sich, irgendwas, was regeneriert sich? Es ist ein bisschen undurchsichtig im Stasis Ward, was weiterläuft und was nicht genau. Changelinge und sowas, diese Einheiten, die die Lebenszeit haben, die laufen ab, komischerweise, aber alles andere bleibt stehen in der Stasis. Also die Stasis ist ein bisschen undurchsichtig. So, und wir haben von Scarlet einen Nydus. Problem ist, der Protoss steht schon vor ihrer Haustür. Allerdings hat er keinen Warpen-Punkt direkt. Das heißt, die Einheiten laufen hier komplett über die Karte. Oh, aber es ist eine trotzdem gefährlich große Adeptmasse und Scarlets Nydus ist noch lange nicht fertig. Und selbst dann hat sie keinen Punkt, um Nydus gut zu setzen. Hat keine Vision auf der Karte. Und der Neep macht jetzt hier erstmal richtig Druck. Die Linge haben noch kein Plus 1, aber wollen natürlich am liebsten einen Surround haben, deshalb bleiben die auch an den Shades dran, damit sie hier zwischen reinlaufen können und einen Surround hinkriegen. Ein bisschen Surround ist auch möglich. Queens werden auch mit aufgefangen, da kommt noch ein Zeus. Die Adepts hier werden gut geblockt. Es gehen auch mehrere Adepts an, aber die Linge haben trotzdem Schwierigkeiten, sich durch die Engstelle durchzuquetschen. Das Oracle hat nochmal ein Stasis Ward gezündet, der ein paar der Drones hier geblockt hat. Und der Nydus wird gescoutet und Neep
Macht hier noch ein paar Drones kaputt mit Resetting Glaives und versucht jetzt hier rauszuschaden. Die Linge wollen wieder ran, aber die Position ist gut zwischen den Minerals. Da kommt der Shade weg. Das ist gerade noch ein Queen-Schuss hinterher geflogen. Interessant. Hat den Adepten angegriffen, dann kam der Shade und das Queen-Projektil ist ihm einfach hinterher geflogen. Mascale kriegt jetzt hier gute Surrounds, zumindest auf einen Adept. Die andere war da ein bisschen angeknabbert. Und natürlich, der Nydus ist am Start, wie man sieht. Die ganzen Queens, die ganzen Länge drin. Da kommt nochmal ein Stasis Ward, aber der wird gut gegen den Mike. Und ja, der Nydus. Erstmal sind hier die Länge und der Nydus kommt in der Main. Der Nydus hier an der dritten. Ich glaube, da kam Nydus, aber der wurde gesniped. Genau, und das ist hier der zweite. Aber auch der wird scharf angegangen und wird nicht fertig werden. Lieb bekommt ihn gerade so rechtzeitig kaputt. Und nächste Nydus sind schon, ja, eingeplant von Scarlet. Sie lässt hier nicht locker. Hat natürlich auch nur ein gewisses Zeitfenster. Lieb wird hier mal stärker, hat selber drei Basen, eine Schildbatterie online, mehr und mehr Immortals, mehr Salads mit Charge. Also das wird die Protoss Army nur noch gefährlicher. Und Scarlet muss jetzt hier was machen. Der Nudus spuckt alle Dinge aus. Und Scarlet will es jetzt hier wissen. Steht da, erstes Feedback geht raus, Queen Transuse nochmal gegen. Und die Dinge wissen noch nicht so recht, wann sie hier engagen sollen. Sie wollen natürlich am liebsten einen kompletten Surround auf die Protoss-Einheiten, hier schon mal auf die Salads und jetzt auch auf den Rest. Die Linge rennen hinten ran, wollen hier blocken. Und auch ein paar Linge sind an den Probstern zurückgezogen. Der Archon wird gerade fertig, Schild ist aber schon ziemlich teuer. Jetzt kommt die Schildbatterie mit dazu, hält den Archon lange am Leben. Man sieht, die Linge platzen doch in rauen Massen weg. Kann hier Scarlet wirklich durchbrechen? Sie hat jetzt quasi nur noch die Queens und jetzt kommen auch Drones Bay. Also sie will hier nur mit diesen Queens die Position halten und versuchen, diesen Nexus klein zu kriegen. Ich meine, sie macht gute Fortschritte. Viele Worker hat sie nicht erwischt, es sind nur drei Probes bisher gestorben. Und der Nexus wird hier fallen mit der Link-Unterstützung. Das kann die momentan nicht safen. Der steht währenddessen einfach in seiner Natural mit seinen Immortals. Aber kann er nichts tun. Und Scarlet hat für später noch den Nudus, evakuiert auch alle Queens. Jetzt sind halt insgesamt doch 10 Queens auf dem Feld. Und Scarlet, okay, jetzt wird ausgeladen. Ich würde gerade sagen, sie hat mit den Queens bisher nichts weiter angefangen. Bisschen Creepstart könnte sie mal starten. Kam die letzte Zeit nicht groß dazu, weil die Queens sehr offensiv genutzt wurden. Und ja, danach kommen Hydras und ein Baning erst. Also Link Hydra Baning. Das Oracle hier versucht hier nochmal den Laser anzuwerfen. Macht auch ein bisschen Schaden, aber verliert auch sehr viele Hitpoints dabei. Neep nimmt eine neue dritte, weil er sich denkt, yo, hier ist Creep. Das lassen wir lieber, bevor ich mir jetzt da die Mühe mache, das alles wegzukriegen. Und damit kommt die Basis hier unten. Die Linge sind schon wieder dran, haben auch plus 1, kriegen auch bald plus 2. Und die Hydras bekommen hier Speed Upgrade. Protoss Army bekommt plus 1, das sind mehr Archons mit dabei und ein Warp Prison, aber die Linge hier mit dem Rumbai. Scarlet ist hier weiter frech. Und die Linge, ja, sie tänzelt hier immer noch rum. Oracle sieht die jetzt auch, kann auch Notfall das Oracle aktivieren, um hier zu defenden. Aber der Nexus hat schon einiges eingesteckt. Der hat nicht mehr wirklich viel Schilde, jetzt werden die Linge zurückgehört und jetzt steht plötzlich die Protoss Army vor Scarlets Haustür. Das ist gefährlich. Kann sie das managen? Sie hat einige Hydras, wenige werden auch fertig. Es sind noch viele Queens auch mit dabei und auch einiges in Transuse Energie. Und keine Templer hier bei Neep. Das heißt, Feedback wird kein Thema. Jetzt geht's los. Transuses werden gezündet. Die Hydras spucken mit drauf. Das heißt, chargen ran. Bainingen ist noch nicht wirklich einsatzbereit. Diese werden einfach geblockt von den Einheiten. Jetzt kullern ein paar Bainingen nach vorne. Sprengen auch ein paar Einheiten raus. Aber da wird Scarlet doch ziemlich abgeräumt von den Immortals und den Archon zusammen. Reinforcement kommt nochmal, aber das reicht für Scarlet nicht. Neeps Army ist hier zu stark und sie muss sich geschlagen geben. Aber da waren eben auch die Adepts, haben genervt, haben Scarlets Strategie gut gestört, lang verzögert. Und Neep war dann einfach ein Stück zu weit vorne, hat einfach die dritte aufgegeben. War von ihm eine strategische Entscheidung, weil er wusste, Natural kann Scarlet nicht brechen momentan. Und er hat einfach dann trotzdem eine starke Army und somit holt er sich das 1-0. Wir gehen in Weapon Nummer 2. So, weiter geht's hier zwischen den beiden auf Kairos Junction. Und wir sehen hier natürlich Core vor Nexus bei Neep. Bestellt da doch lieber nochmal das nächste Gebäude. Scarlet hier währenddessen hat eine Expansion, die fertig wird. Hier ist eine Probe da, die nerven konnte. Es wurde Gas gesammelt, da kommt nochmal eine Hatch. Und Spawning Pool ist jetzt hier auch da. Und da kommt ein Speed Upgrade. Und Drones werden auch losgeschickt. Die Probe hier scoutet nochmal alles ab, sieht auch alles. Fiend wird begonnen. Und hier eben an der Natural wird der erste Dead produziert. Was hat Scarlet jetzt hier geplant für diese zweite Map? Wir werden sehen. Nexus kommt für Neep. Und er sammelt auch schon fleißig Gas. Der Core ist eigentlich auch schon da. Also er kann als nächstes sein Tech-Gebäude stellen. Scarlet baut die ersten paar Linge. Und wir haben den ersten Adepten unterwegs. Und Scarlet, oh, 8 Linge schon.
Sie drückt bisher fleißig Klinge. 20 Drones. Und will da wohl einfach einen Ling-All-In starten. Ich meine, die Wall ist noch immer offen und Scarlet sieht das. Speed Upgrade macht Fortschritte. Natürlich, der Adapt ist ein gutes Scouting-Tool. Also ja, es gibt einfach nur Linge von Scarlet. Einfach nur Linge. Ich glaube, Lieb hat das noch nicht wirklich auf dem Schirm. Er baut jetzt hier... Er hat die Wall immer noch offen. Er baut gerade Robo und Twilight Council. Und holt sich einen weiteren Adapt. Aber Adapt zeigt gegen Speed Upgrade. Wird nicht ganz einfach. Und Scarlet hat ein paar Linge auch schon draußen. Also ein bisschen weiter weg. Versucht jetzt auch hier die Adapts zu catchen. Die ersten Adapts sind hier reingeschädigt. Ziemlich aggressiv. Das Speed Upgrade kommt in 10 Sekunden. Die Adapts haben noch keinen weiteren Shade gezündet. Scarlet werden die Linge sind unterwegs. Da geht's rein. Adapt 1 geht down. Adapt 2 geht auch down. Shade kommt nicht durch. Und Scarlet rennt hier ran. Ja, die Wall ist einfach offen. Nee. But why? Er geht gerade auf den Darkschwein. Ja, das ist... Linge sind dran. Linge sind drin. Adapt geht down. Und GG. Oh, das war Clowny. Was hat sich Neep denn dabei bitte gedacht? Jo, die Adapts komplett surrounded und die Wall war offen und Thema erledigt. Nicht sicher, was das sollte. Aber gut, somit haben wir 1-1 und gehen in eine dritte Map. So schnell sind wir in der Deciders Map und zwar King's Cove. Scarlet auch schon hier mit den Hedges unterwegs. Hedge Gas Pool Hedge. Dann wird wahrscheinlich das Speed Upgrade bei 100 Gas. Und bei Neep kommt wieder ein Adept. Hoffentlich macht er dieses Mal seine Wall dicht. Weil ich will es für ihn hoffen. Auf jeden Fall geht es hier auch mal in ein Stargate. Adept 1 kommt. Und die beiden, wie gesagt, ich habe es am Anfang mal erwähnt. Es ist ein North American Classic. Aber die beiden sind schon 160 Mal in Turnieren aufeinander getroffen. Also 160 Maps haben sie gegeneinander ausgespielt. Das ist wirklich eine Menge. Aber Neep hat da noch ein bisschen die Führung mit 56%. Also keine mega dominante Führung, aber ein bisschen. Und Scarlet hat auch immer wieder mal Formschwankungen. Wobei Neep hat die auch gelegentlich, aber nicht ganz so krass. Ich finde Scarlet geht es mal immer wieder mal bergauf und bergab. Sie hat ihre Glanzmomente und manchmal läuft es bei ihr halt überhaupt nicht. Neep hat da ein bisschen mehr Stabilität. So, wir sehen die Adepts dieses Mal nicht aggressiv reinschaden. Es kommt ein Phoenix, es kommen ein paar Linge. Speed Upgrade wird auch bald fertiggestellt. Bisher nutzt Neep das nur zu scouten. Der Phoenix natürlich kann man dann den ersten Overlord loswerden. Jetzt wird auch mal die Wall gefinished. Sehr schön. Dieses Mal sollte es keinen einfach dämlichen Link-Run beigeben. Das Spiel direkt beendet. Und gut, Scarlet baut diesmal auch nicht so viele Linge. Sie ist mehr am Dronen. Und versucht das auch dann Richtung Midgame durchzuziehen. Ja, der Overlord. Kann halt nichts tun, ne? Der Overlord sollte zurückschießen dürfen. Ne, was ein geiles Feature wäre für einen Overlord, ein Stachelpanzer, dass quasi alles, was der Overlord berührt, nimmt Damage. So Damage over time. Das hätte was. Und dann schicken die Zergs eine ganze Flotte an Overlords los, in der Hoffnung, dass sie damit die gegnerische Air Army aufhalten können. So, hier geht's auf Adept 1 und 2. Und die werden auch prompt surrounded und eliminiert. Währenddessen das Oracle ist zwar unterwegs, aber Queen Defense. Spore Call und Queen sind da, aber wir sehen zweites Stargate hier bei Neep. Er geht hier auf Doppel-Stargate Phoenix. Und Scarlet hat hier aber auch die Link-Truppe vor der Basis gehabt, hat gesehen, okay, noch keine dritte. Die Wall ist zu, da stehen noch ein paar mehr Adepts. Wenn das ein Oracle plus Phoenix-Kombo jetzt hier in der Net spielt, das ist nicht das, wohin ich springen wollte. Und das Oracle nimmt hier doch gut Schaden, aber kriegt auch drei der Drones. Trotzdem, Phoenix-Count ist am Steigen. Mal sehen, wie lange Leap hier aufbaut. Er ist momentan bei 3. Baut jetzt momentan einen vierten und einen fünften. Und wir sehen Leertech und Roach Warren bei Scarlet. Oracle ist inzwischen ziemlich low, kann sich nicht mehr so weit rauswagen. Aber die Phoenix werden das Harassment-Spiel dann eh übernehmen. Wir haben jetzt hier noch die Adepts. Wir wollen die dritte frei halten und ja, Phoenix werden noch immer gebunkert. Wurden auch jetzt nicht so prioritätshaft gespielt, weil das eine Stargate stand eine ganze Zeit lang offline. Also ohne Bauauftrag, hat nichts getan, war einfach faul. Da ist da nicht so viel passiert und die Phoenix nur nicht zu mega zahlreich, hätte Neep noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber er hat jetzt eben sich erst die dritte geholt. Und mit den Phoenix geht es jetzt dann los und Scarlet ist mit Roaches unterwegs. Roaches und Leertech. Macht natürlich beides nicht so viel gegen Phoenix. Die wurden jetzt gescoutet.
Die Reaktion kommt auch. Zwei weitere Queens, zwei weitere Spockholler. Weil Scarlet braucht mehr Anti-Erzwinger. Sie ist auf 5 Queens und hat momentan, glaube ich, 2 oder 3 Spockholler aktuell. Und erhöht das jetzt eben, weil sie das auch braucht. Weil die Phoenix fliegen einfach drüber über alles und Resin den Zerg zu Tode, wenn sie die Möglichkeit dazu finden. Mal sehen, was Nipi alles mitnehmen kann. Ja, Spockholler wird gekonnt ignoriert. Queen ist keiner in der Gegend. Sieht nicht gut aus für Scarlet gerade. Und da nimmt sie schon einiges an Schaden. Ist auch gerade, sie baut gerade 6 Overlords. Also sie will gerade auf eine Roger-Army gehen und greift ja auch gerade mit den Lingen an, aber das wird easy defended vom Protoss. Und somit Scarlet, das läuft gerade nicht gut für sie. Na, geht nochmal ein Overlord down, die Queen könnte auch geliftet werden. Ah, wird unterbrochen, weil da kommen mehr Queens. Ist ein bisschen gefährlicher. Ja, und Nip hat nicht so hardcore committed auf die Phoenix. Also er ist jetzt hier bei 7 Stück. Ja, 7 Phoenix zu 8 Queens. Und ja, einige Spawncaller nochmal erzwungen, neue Queens erzwungen. Es werden sehr viele Roaches gebaut und nochmal Roach Speed erforscht. Also Scarlet pumpt eine riesen Army auf 50 Drones. Problem ist, Nip sieht das schon recht früh, sieht die Roaches in Produktion, kann die erste auch schon rausnehmen. Und ja, zu Hause hat Schildbatterien. Reicht das, ist die Frage. Reicht das für Scarlet? Sie pusht wirklich alles nach vorn. Währenddessen Nip ballert hier fröhlich einfach auf alles, was er noch so findet. Und Scarlet, ja, da kommt der Push. Er ist nicht mega mäßig schnell, wird noch besser mit dem Speed-Upgrade für Roaches. Aber er ist unterwegs und die Phoenix fliegen ganz knapp dran vorbei. Okay, jetzt sehen sie, die Queens sind am Marschieren. Und somit, ja, für Nip ist jetzt Notfallverteidigung angesagt. Er setzt hier nochmal ein Stasis Ward, holt sich hier weitere Schildbatterien. Einen richtigen Haufen sogar. Ein Doppel-Immortal kommt gerade mit raus. Es ist halt auch die Robo mit am Start, die Doppel-Robo. Und die Roaches Hard-Counter gegen... Also Immortals der Hardcounter gegen die Roaches, trotzdem Joseph Beil. Wurden schon mal rausgehauen. Die Phoenix kann natürlich auch aushelfen, aber die Queens sind da noch das Problem. Und die haben auch einiges Energie. Also es sind wirklich viele Transfers möglich. Nächstes Stasis Ward bringt auch nichts und jetzt geht's los. Erstes Engagement kommt, erst ein Force, zweiten gezündet, erster Transfers. Ah nein, die Queen geht down. Haut aber jetzt hier nochmal die andere Art Transfers raus, aber auch die wird scharf angegangen. Die Immortals ballen die hier fröhlich einen ab. Die Schildbatterien hauen ihre Energie raus, wie bescheuert. Die Protoss-Einheiten werden wieder aufgeladen. Der Zerg will hier unbedingt sich durchquetschen. Die dritte, da fallen mehr und mehr Gebäude. Die Phoenix haben ein bisschen abgenommen. Jetzt kommen aber nochmal 2 Immortal mehr. Die Feuerbrau gegen Osh, das wird nur noch krasser. Probes werden mit reingezogen von Nip. Er will unbedingt irgendwie verteidigen. Die Scarlet Economy ist auch nicht so prickelnd gut. Sie baut nochmal neue Queens, neue Roaches. Aber da wird einiges geliftet an Ravagern. Die werden aber nach runter geschossen. Es sind noch immer 3 Immortals übrig. Nochmal Follow-Uplifts. Und die Dinge kommen jetzt damit ran. Aber die Immortals sind noch ein ganz okay gesund. Zeit, waren jetzt nochmal gefokust, eine Mortal geht nochmal down, aber dafür stirbt bei Scarlet auch mehr und mehr Army weg, aber sie hat 12 Pokes vernichtet. Worker Count 49 zu 45. Problem ist trotzdem, die Queens kommen von hier nicht wirklich weg und die Transition die ist alle und die Roaches haben halt echt gegen 4 Immortals nichts zu melden. Die Queens auch nicht wirklich. Man sieht es hier, die Zerg-Einheiten werden einfach nur abgebumpt. Es ist ein Ding an der dritten, das reicht aber nicht und das sieht für Scarlet jetzt nicht mehr gut aus, denn jetzt hat sie hier den Kern ihrer Army verloren. Sie versucht es mit 11 weiteren Drones. Und auch einem Hydradan und einer Evolution Chamber. Problem ist, es leben noch immer Phoenix, die sofort wieder rüberfliegen können, scouten können und stören können. Es sind noch 6 Queens, oder es sind wieder 6 Queens auf dem Feld. Und die versuchen jetzt auch, die Phoenix abzufangen. Kriegen auch... Nein, doch, sie kriegen den einen. Noch 4 Phoenix. Problem sind trotzdem, hier sind 6 Immortals auf dem Feld. Wenn Nip damit rüberpusht, sieht es für Scarlet gar nicht mal so einfach aus. Weil auch die Hydras haben gegen 6 Immortals ein bisschen Probleme. Und da kommt bei Nip einfach ein Warpress mit 3 weitere Gateways, also... Das sieht mir stark nach einem Move-Out von ihm aus. Er hat 48 Probes, er baut gerade keine mehr. Kommt nochmal ein Warp in ein Sandbeast und Stalker und ich glaube, jetzt geht's dann einfach los mit dem Warp Prism. Und dann darf Scarlet mal verteidigen und das wird nicht einfach, weil ihre Army braucht noch Zeit. Da kommt ein Baning Nest, da kommt Hydra Speed plus 1 Mist-Attacks. Die Phoenix nerven noch ein bisschen und da kommt der Protoss bei. Halleluja. 6 Immortals und ein Warp Prism mit dabei. Gegen 11 Roaches, 6 Queens und 6 Hydra. Also die Roaches haben mal gar nichts zu melden gegen die Feuerpower. Die platzen einfach nur weg. Oh, das hat auch plus 1. Hat auch einen Observer mit dabei. Das ist also der Creep wird hier Stück für Stück weggefahren. Der ist in die Phoenix nerven. Sie war noch ein bisschen in der Main unterwegs und in der Natural. Und jetzt ja, auf die vierte wird sofort draufgerannt. Und Scarlet versucht zu defenden. Da kommt nochmal Ravager Morph. Baning ist es noch nicht ready. Also es sieht nicht gut aus, wie wir Scarlet diesen Fall sind. Supply ist sie zwar höher, aber muss bedenken, da sind einige Roaches mit drin. Und somit, ja, da geht's los. Guardian Shield gezündet, Nip kitet sich einfach hoch. Queens werden angegangen, Cross of Bein landet schon mal ziemlich gut, aber das Warp ist immer noch mit dabei. Was heißt, voller Warp kann jetzt hier kommen, da kommen noch ein paar Forcefields. Und das isoliert wieder einige Einheiten. Cross of Bein auf die Forcefields, aber jetzt kommen die Phoenix nochmal mit dazu und das Gant Army Supply schmilzt halt weg. Sie war vorhin 20 Supply vorne. Sie kriegt den Opus, den Observer, aber es bringt halt auch nichts, weil alles andere ist tot. Und Nip rollt da einfach drüber. Die Feuerpower von 6 Immortals und eine Scarlet Army, die technologisch jetzt noch nicht so berauschend war einfach.
Das war Roach Hydra Ling. Also Banningness kam ja eh jetzt dann zu spät mit dazu, hat nicht wirklich mehr was geholfen. Die Roaches sind einfach nur geplatzt. Die Ravager haben es versucht, aber es waren auch genügend Forcefield-Energie da. Das Guardian Shield hat geholfen. Also qualitätstechnisch war die Army von ihm einfach besser, weil Scarlet eben auch diesen Roach Queen All-In durchgedrückt hat und der ist leider gescheitert. Somit ist es am Ende ein 2-1 für Nieb, ein recht richtig kurzes Game. Im Vergleich zu dem, was das letzte Best of 3 war, das hat doppelt so lange gedauert. Aber da war hier auch die zweite Map natürlich mit einem Fall. Mit nur 3 Minuten ist man halt schnell durch. Jo, das war die nächste Runde an Replays. Von der Gruppenphase gibt es, glaube ich, noch ein oder zwei Matches. Nicht mehr so viel. Danach gehen wir noch die Playoffs durch. Da gibt es noch ein paar Matches. Ob ich davon alle mache, weiß ich auch noch nicht. Da ist alles Best of 5. Aber kann auch gut sein, dass ich da einige überspringen werde, wenn sie nicht so interessant aussehen. Jo, bis zum nächsten Mal.